Da sind wir zum Mittwoch Mitte der Woche heute mit Blick auch auf das Öl, wir schauen auf Euro Neuseeland Dollar und das Währungspaar Euro kann Dollar und natürlich sehr sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Dazu bitte nicht scheu sein und einfach den Chats in Zoom und GoTo, nein, nicht Go to Webinar, das ist Geschichte in Zoom und auf Facebook nutzen. Dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne, wie immer, jeden Morgen auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Das vorweg natürlich immer in Verbindung mit dem Risiko Risikohinweis. Ich bitte, das, was hier geschrieben steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir, ohne viel Zeit zu verlieren, gleich. Auf die ja, heutigen Tagesnachrichten. So viel ist es nicht. Wir sehen es hier aus China. Haben wir Daten zu äh, den Verbraucherpreisen bzw. zum Erzeugerpreisindex bekommen. Hier sehen wir überall Rückgänge, rote Zahlen sozusagen. Gut, hier bei den Erzeugerpreisen ist die Zahl grün weil der Preisrückgang nicht so stark war, wie es erwartet worden ist. Aber die Verbraucherpreise in China sind im Vergleich zu den letzten Zahlen doch ein ganzes Stückchen nach unten auch abgerutscht. Also wir sehen es hier, Thema Inflation auch in Reich der Mitte aktuell nicht wirklich ein Thema. Heute 8 Uhr das Thema Handelsbilanz in Deutschland. Das ist sehr schön zu sehen für die deutsche Wirtschaft, dass das Ganze weiter wächst. Am Nachmittag dann aus den USA. Die Jolts Stellenangebote. Da gab es ja zuletzt auch wieder Bewegungen. Äh, Rohöllagerbestände bekommen wir heute um 16.30 Uhr. Der kleine Vorschau oder die kleine Vorschau äh, von gestern. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Zahlen von gestern. Wir haben es bekommen: die API-Rohöllagerbestände. Ähm, die haben wir gehabt bei äh, einem Zuwachs von 1,14 Millionen Barrel. Also, das Ganze ist eine etwas ungünstige Zahl gewesen. Mal schauen, was die heutigen Daten bringen. Auf alle Fälle ähm, haben wir das Thema auf der Uhr. Wir haben auch den Ölpreis heute auf der Uhr. Da haben wir mal wiederholt eine Bullenflagge. Das oder dazu dann entsprechend gleich auch mehr. Das sind die wichtigsten Meldungen für den heutigen Tag. Bitte bei den eigenen Währungen auch immer genau schauen, was hier wichtig ist. Wir haben heute beispielsweise auch den Kandollar Dollar mit dabei. Das wissen wir ist eine sogenannte Petro-Währung. Das immer so ein bisschen mit im Kopf behalten. Und dann ähm, dadurch, dass wir heute hier auch den Euro mit da haben, ähm, morgen ist EZ. B-Tag äh, und deswegen muss man das auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das sind nicht immer Sachen, die generell gegen ein Trading sprechen. Häufig hat man da auch sehr, sehr große Chancen. Aber man muss das Ganze immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil wir können natürlich die Nachrichten nicht völlig ausblenden. Äh, man kann aber auch sein Trading nicht nur von Nachrichten abhängig machen. Ne? Das können die Daytrader, können das sehr, sehr schön machen. Aber ich weiß ja, wir haben ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die verdienen ihre Brötchen hier äh, hauptberuflich mit einem anderen Job und machen das Trading nebenberuflich und das funktioniert auch sehr, sehr schön. Das kann man immer wieder sehen an den nachhaltigen Bewegungen. Und deswegen muss man für diese Trading-Setups auch wissen, was im Hinterkopf oder an Nachrichten da an dem Tage wartet, beziehungsweise in der Woche wartet und wie ungefähr der Impact auf die entsprechenden Assets auch sein kann. Deswegen sprechen wir hier auch drüber. Und damit schalten wir rüber in die Charts und ich mache es auch jetzt gleich wieder hier. Im Video und Livestream auf Zoom, so dass ich sozusagen hier den Bildschirm auf groß mache, dass man alles unverblümt auch sehen kann. Ja, und damit gehen wir rein. Euro-Austral-Dollar wird übrigens auch gewünscht. Das freut mich sehr, dieses Währungspaar. Wir schauen da nachher gleich mal drauf. Wir gucken dann auch gleich mal noch auf äh, den, äh, ich würde gerade sagen Ölpreis, nein, auf, das, auf den australischen Aktienindex. Auch interessant, was dort passiert. Zunächst aber erst einmal der Blick in die Währung. Euro, kanadischer Dollar habe ich jetzt als erstes noch auf der Uhr hier aus meiner morgendlichen Vorbereitung. Wir sehen es hier, die Währung weiterhin verortet innerhalb eines Abwärtstrends. Ich mache hier an dieser Stelle gleich mal noch äh, das Paket mit rein. Moment, das ON-Live-Signal. So, jetzt haben wir es hier. Zack, Steuerung N drücken hier, Doppelklick auf das Ganze und dann können wir uns nämlich hier die Trends auch anzeigen lassen, äh, die wir hier zum Traden brauchen. Wer übrigens Fragen dazu hat, gerne einfach auf mich zukommen. Ich erkläre äh, gerne, was das ist, wie das Ganze funktioniert, wie man daran kommen kann. Einfach auf mich zukommen. Wir sehen es hier. Trenderkennung mal im großen und im kleinen Zeitrahmen. Das ist mal der kleine Zeitrahmen, das der große. Im größeren sehen wir folgendes. Hier haben wir eine schöne Abwärtsdynamik gehabt, auch einen Trend, der. Abwärts gerichtet war auf der Tagesbasis. Wir sehen es hier schön fallende Hochs, unten fallende Tiefs. Und seit kurzem haben wir hier allerdings einen ja angedeuteten Richtungswechsel. Ne? Wir sind mal ganz kurz hier oben drüber gespiked über dieses Zwischenhoch. Und da stellt sich der ein oder andere Händler jetzt natürlich und das Ganze auch zu Recht die Frage. Moment mal, ist denn diese, hat denn dieser vorangegangene Abwärtstrend jetzt überhaupt noch eine Relevanz? Denn wir sind ja hier verortet in einem Aufwärtstrend. Man sieht es ja hier ganz klar, ne? der ist rausgenommen worden. Ähm, jetzt ging es aber deutlich wieder nach unten. Da stellt sich jetzt die Frage, wie kann es denn hier weitergehen? Und das sind halt, äh, sage ich mal, äh, immer wieder Trading-Entscheidungen, wo man ganz genau hinschauen muss an dieser Sache. Ne? Das heißt, worauf schaue ich denn hier? Ich bin bei sowas hier oben immer extrem skeptisch, ob das tatsächlich nachhaltig ist. Das heißt, Nummer eins, wir sind ja hier oben drüber gespiked und haben dann sofort wieder abverkauft. Ich weiß aber in dem Moment auch, Guys, schaut mal hin, wir haben hier einen Aufwärtstrend am Laufen, der hier oben raufgelaufen ist. Das war aber nicht nachhaltig. Ne? Eine Bestätigung des Ganzen muss irgendwo oben rauflaufen. Und wir sehen, was hier passiert ist. Direkt nach Erreichen dieses neuen Hochpunktes hier im Trend ist der Markt komplett wieder in sich zusammengebrochen. Ne? Zack nach unten gegangen, direkt wieder in Richtung der alten Phase gedreht, mit einem starken Abschub. So, dann haben wir hier gesehen, am Montag wurde kurz versucht hochzukaufen, zack wieder runter. Gestern hoch, nicht wirklich. Jetzt aktuell sehen wir auch schon wieder, die höheren Preise werden momentan immer wieder dazu genutzt, abzuverkaufen. Und das ist eher ein Zeichen von Schwäche als ein Zeichen von Stärke. Aus diesem Grund müssen wir hier in diesem Währungspark ganz klar auf das schauen, was hier unten passiert. Das ist so ein kleines, untergeordnetes Support-Level, was wir hier an dieser Stelle haben. Ich mache es mal kurz in Grün mit rein. Hier an dieser Stelle. Also hier dieses Marke, dieses Level. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Grund schauen wir jetzt mal kurz hier in den untergeordneten Trendverlauf. Denn wir sehen ja, wenn wir unter dieses Level hier drunter fallen, unter die Marke von grob 1,54,78, dann ist der Weg erstmal frei hier zum Zwischentief. Und wenn die 1,54,500 auch noch fallen, ja, dann ist wieder ganz klar. Dieser Trend ist weg. Dann haben wir hier einen Gegentrend, der wieder in Richtung dieser übergeordneten Situation läuft. Und dann ist der Weg nach unten hin wieder frei. Und wir sehen, wo hier unten der nächstgrößere Auffangbereich ist. Das ist so in etwa die Marke 1, naja, knapp 53 bis 1,53, hier in diesem Bereich. So dieses Schwunglevel, was wir haben hier: 1,53, 12 bis 1,53 naja knapp 4, was hier oben der Fall ist. Das ist mal dann das Auffangband auf der Unterseite, wo der Weg tatsächlich hinführen kann äh, und das Feld ist halt einfach frei und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Ich klicke hier gleich mal in den Stundenchart rein, da sieht man es nämlich auch sehr, sehr schön. Schaut hier, das ist der letzte Abwärtsschub, den wir hier gehabt haben. Jetzt hat der Markt hier so ein bisschen angefangen nach oben zu trenden. Ist aber wieder in sich zusammengebrochen. Ne? Das sehen wir sehr, sehr schön, wenn ich mal den kleineren Zeitrahmen anschaue. Schaut mal hier. Aufwärtstrend, Gegenbewegung. Was ist hier passiert? Wir haben ganz klar unten die Tiefs gemacht ähm, und haben jetzt hier an dieser Stelle versucht nach oben zu gehen, aber es kommt nicht so richtig Dynamik rein. Das heißt. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück in den Tageschart rein. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich eine Aufnahme der Aufwärtsrichtung. Das heißt, wir müssen uns mal deutlich nach oben wegsetzen ähm, in diese Richtung. Das heißt, wenn wir uns das jetzt in der Stunde anschauen, heißt das, wenn ich es zusammenraffe, sieht man es ein bisschen besser. Wir müssen mal wenigstens im größeren Bilder einen Aufwärtstrend machen. Ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus und skizziere mal kurz, was wir hier brauchen, damit wir tatsächlich eine Aufwärtsrichtung sehen. Und zwar ganz klar, nachdem wir hier unten den Support wieder angelaufen haben, wartet mal, ich mache mal ganz kurz hier auch einen Zielbereich rein, beziehungsweise ungefähr ein grobes Preislevel, die Marke von 1,54, was haben wir hier, 80 unten drinnen liegen. Das ist dann nämlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie der Markt sich dort weiter verhält. So, jetzt das. Das Zeichentool, wie ich es gesagt habe, wir nehmen es hier rüber. So und damit geht das Ganze mal einher. Also, was brauchen wir? Im größeren Bilde brauchen wir quasi, das war die initiale Bewegung, die nach oben gelaufen ist, dann der Abverkauf und jetzt brauchen wir diesen Aufschub nach oben. Denn was wir übergeordnet auch hier noch sehen, ist, dass dieser Trend, den wir hier haben, der ist noch nicht rausgenommen, ne? es ist weites Feld nach unten, erst dann, wenn wir hier oben über dieses, über dieses Hoch da oben bei 1,56 knapp 60 laufen würden, dann wäre mal das rausgenommen und das ist große Schwankungsbreite und dieses starke Abverkaufen immer wieder, das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt doch durchaus schwach ist ähm, und dass wir eher die Unterseite sehen und wenn wir die Unterseite anlaufen, wie schon gesagt, dann sehen wir es hier auch schön im Chart der Stunde, wo da die nächsten Marken sind, die wir als Level, als Ziellevel Bringen können. Das ist natürlich hier unten dieser Bereich, den ich skizziert habe, um die Marke um die 1,54,50. Ähm, und da gibt es allerdings zwischendrin noch ein paar Zwischentiefs. Hier unten dieser Bereich, der ist auch noch wichtig interessant. Grob die Marke von 1,54,65. Das Level hier drüben, das war hier so ein kleines Auffallungslevel. Also, das bleibt sehr, sehr interessant. Auch zu sehen, wie sich der Markt jetzt hier in diesem Schwungbereich, in diesem mit diesem blauen äh, Linien eingekrampten Punktebereich, oder beziehungsweise Preisbereich verhält, weil wir sehen es, das ist ein Bereich, der durchaus Marktbeachtung gefunden hat. Na hier rein, runter, hier drüber, dann wieder drunter, dann wieder ran, runter, rauf, jetzt hier drunter, ran, runter, rauf, runter. Also dieser Drehbereich ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das wichtigste Level ist tatsächlich hier diese Untermark, die wir hier haben. Bricht es dort drunter, dann haben wir hier definitiv eher die Unterseite und das spricht dann dafür mit Blick in den Tageschart, dass der Markt die übergeordnete Abwärtsrichtung wieder aufnimmt und das Ganze dann sozusagen nach unten bespielt. Und dann ist der Weg sozusagen frei hier in diesen Auffangbereich um die 1,5312 bis 1,5345 hier dieses Level unten. Das ist der Blick in Euro-Kanadische Dollar. So, jetzt schauen wir nochmal auf das Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar. Auch das zunächst erstmal im Tageschart, weil hier sehen wir auch ein, ein relativ interessantes Bild. Das mache ich gleich mal ein bisschen größer hier, ähm, weil hier möchte ich ganz gerne mal auf etwas eingehen, was ein bisschen anders ist als das, was wir gerade haben. Wir sehen ja, wir haben hier momentan rein von der Verortung her, haben wir noch einen laufenden Abwärtstrend. Der ist jetzt da, ne? So, wir sehen aber auch dass wir hier unten diesen alten Verkaufsbereich um die Marke von 17170 überschritten haben. Und jetzt haben wir hier was relativ Interessantes. Denn äh, wir haben natürlich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der letzte größere Verkaufsbereich oder die beiden letzten Größeren Verkaufsbereiche. Die liegen zum einen hier oben am Zwischenhoch knapp um die Marke von 1,73,37. Äh, was haben wir hier oben? 1, äh, das Hoch war bei 1,73,41. Wartet mal, das mache ich gleich mal hier rein. Ähm, das ist das Erste, was wir da haben. Und das Zweite, was wir dann da haben, ist hier oben dieser größere Schwungbereich, den ich hier blau markiert habe, wo der Markt tatsächlich. Hier unten drunter gerutscht ist. Ne? Hier war es so ein bisschen verharren und dann kam der Schub nach unten. Damit haben wir auf der Chart-Oberseite erst einmal zwei schöne Level liegen, ähm, die wir uns auf, der Oberseite mit, oder auf die Oberseite mit reinnehmen können für weitere Long-Szenarien. Und dass wir hier durchaus eine Chance nach oben haben, ähm, ist außer Frage gestellt, denn das, was wir jetzt hier sehen, ist eine schöne, starke Aufwärtsdynamik. Hier unten äh, vom Tief um die 1,69,58 sind wir schön stark nach oben gelaufen, hochdynamische Kerzen und jetzt sehen wir hier so eine Konsolidierung in einer Art Flaggenformation und das müssen wir uns jetzt wiederum mal anschauen, denn ähm, das was wir da oben sehen ist durchaus auch relevant für eine mögliche Ausweitung der Aufwärtsphase im kurzfristigen Trading Bereich ist das nämlich sehr sehr spannend zu sehen, was da passiert ist, denn wir haben auch hier unten untergeordnet noch einen schönen Auffangbereich, auch den werde ich gleich mal noch skizzieren. Ich mache die Flagge oder diese dieses Zeichen gleich mal noch in magenta für die untergeordnete Richtung. Da werden wir nämlich sehen, wenn ich jetzt mal in den 4-Stunden-Chart unten reingehe. Dass das hier ein Haltelevel ist. Ne? Das ist jetzt interessant. Und was wir hier halt sehen, ist untergeordnet: schaut mal, wie schön die kleine Flagge läuft. Das ist interessant. Kleiner, kleine Flagge, kleiner Trendkanal, je nachdem, wie sich es ausweiten wird. Ähm, aber im Kontext zu diesem schönen Anstieg hier. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, dann sehen wir halt momentan auch ganz, ganz klar, dass dieser Aufwärtstrend, der kleine, den ich jetzt gleich skizziere, der ist halt absolut intakt. Ne? Schaut mal hier: erste Bewegung, Korrektur drüber, runter, rauf, Korrektur, Bewegung. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen ähm, der korrektive Teil, dieses Aufwärtstrends im 4-Stunden-Chart. Das heißt, der Aufwärtstrend ist noch absolut intakt. Da dreht sich das Bild dann wirklich erst, wenn wir hier unter dieses Zwischentief ganz grob bei 1,7115 laufen. Dann sieht es anders aus. Dann können wir uns zur Unterseite hin orientieren. Da haben wir dann auch ein paar Anlaufpunkte, wenn man das mal so möchte, an dieser Stelle. Das heißt, dann dreht es sich wieder rum. Und die Anlaufpunkte, die wir dann haben, sind halt die Zwischentiefs, die wir da haben. Und dann das Support-Level unten um die 1,6958. Aber wenn wir drüber brechen, das wäre... Natürlich sehr, sehr interessant, wirklich für die bullische Phase, weil dann bleibt das Zwischenhoch hier um die 1,72,80 da. Und wenn wir das rausnehmen, setzt sich dieser Aufwärtstrend nach oben hin fort und dann haben wir halt die Level auch schön nach oben hin. Und das kann ich auch gleich nochmal skizzieren, wo wir Anlauflevel haben. Also zunächst erstmal natürlich hier dieses Zwischenhoch um die 1,73,41 und dann können wir uns hier oben in diesem Widerstandsbereich um die 1,75 orientieren. Das ist viel Luft, sehr, sehr. Schön als Anlaufmarker, das bitte auf der U haben. Der bullische Ausbruch aus der Flagge könnte hier Potenzial zur Oberseite schieben. So, das wäre Euro-Neuseeland-Dollar. Dann schauen wir jetzt aufs Öl und zwar hier auf den Brent mal wieder. Ja, ich springen ja immer mal hin und her zwischen dem WTI und dem Brand, je nachdem welcher Chart mir besser gefällt. Ölpreise laufen beide auch nach oben. Heute haben wir Crude hier. Was haben wir im Crude? Wir haben auf der Oberseite natürlich weiterhin das Potenzial ranzulaufen hier. Der nächstgrößere Zielbereich, den wir haben, ist die Marke hier oben, dieses Verkaufslevel ganz grob um die 54,40. Das ist hier oben dieses Zwischenhoch, was wir hier gehabt haben, an diesem Ausbruchsbereich nach unten. Da sind wir jetzt auf dem Weg nach oben und. Jetzt schauen wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier an. Wir sehen es, wir haben es vom Zwischentief bei 36 um die 3670 hier in diesem Schwungbereich tatsächlich deutlich nach oben geschafft. Hier ist der kleine Anlaufbereich. Ich mache den mal ganz kurz rein. Ja, schaut mal, das ist der Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat. Und hier ist etwas wirklich sehr, sehr Interessantes im Gange, denn die ganzen Korrekturen, die wir bisher gehabt haben, die hat sich, die haben sich immer in Form dieser bullischen Flaggen ausgeübt. Das ist doch sehr, sehr interessant zu sehen, dass wir hier in diesem Kontext dabei bleiben. Das einzige, was mich jetzt ein bisschen ähm, nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass es hier über diesem äh, Hoch nicht zu einer höherer dynamischen Bewegung kam. Aber das ist jetzt aus der Sicht, wo wir aktuell sind, momentan kein Beinbruch, denn das, was wir hier sehen, ist ein eine Konsolidierung auf extrem hohem Niveau und wir sehen, es kam jetzt keine brutale Abverkauf hier unter das Zwischentief bei 4672. Wäre das nämlich passiert oder würden wir das noch sehen, dann müssten wir uns nach unten orientieren und dann hätten wir im kurzfristigen Bereich den nächsten Anlaufpunkt hier über dieses Bruchlevel Kauflevel bei 4610 und dann müssten wir uns weiter nach unten orientieren hier in den Schwungbereich rein um die Marke von 4320. Aber Soweit ist es jetzt noch nicht, denn wir sehen, hier ist die Flagge, hier ist der Ausbruch im Gange und das ist wiederum das sehr, sehr Interessante, schauen wir uns jetzt mal in der Stunde an. Schaut euch mal an, was hier an dieser Stelle passiert. Wir laufen jetzt nach oben. Wir haben hier schon einen Aufwärtstrend, der sich schön nach oben hin mitentwickelt und das nächste ist halt die Tatsache, dass wir hier die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite schon mal haben. Das heißt, schauen wir uns das mal ganz kurz noch mit an. Hier äh, der Trend, der kleine, der sich hier entwickelt und der jetzt tatsächlich zum Ausbruch aus der Flagge führt, ist halt das, laufen wir hier oben drüber kommt zur Trendfortsetzung und dann können wir uns schön ja in die Anlaufbereiche nach oben schieben hier das Zwischenhoch 49,35 und dann haben wir schon das Widerstandslevel oben um das Zwischenhoch bei 49,76 und wenn auch das rausgenommen wird dann ist das ganz eindeutig ganz klar der Bereich der Markt will nach oben das wenn die Longseite tatsächlich nachhaltig gespielt wird ja das Nummer eins Nummer zwei sollten wir natürlich abprallen von hier oben dann müssen wir die Unterseite auch ein bisschen mit auf der Uhr haben Thema Korrekturausweitung, das wäre dann Rückgang in den Trendkanal und auch da für die kurzfristigen Trader, wenn es hier unten drunter läuft, unter dieses Zwischentief bei knapp 48, 46, dann haben wir die kurzfristigen Wege offen. Erst einmal hier die Orientierung an den kleinen Zwischenlos hier, der Bereich um die 48, 25 bzw. dann das Schwunglevel hier unten rund um die Marke von 48. Das der Blick in Öl. Und jetzt an dieser Stelle. Ja, noch ein paar Wunschmärkte, wie ich gerade sehe. Euro-Australdollar hat man schon. dollar japanisches Yen. Das passt sehr schön ähm, hier an dieser Stelle. Gucken wir jetzt gleich mal rein in die Währungen. Zuvor möchte ich gerne. Wir gehen jetzt gleich auf das australische Währungspaar ein, Euro-Australdollar. Aber ich möchte ganz kurz noch mal den äh, Chart vom ähm, ASX 200 äh, zeigen. Den haben wir hier. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Hier Ausbruch aus diesem Niveau schön hier über äh, dieses Ausbruchslevel bei 6.500 knapp 60 läuft der Markt nach oben, kommt schön zur Trendfortsetzung hier oben. Jetzt wird die Marke von 6.700 Punkten gekauft. Der Weg ist also trendig weiter nach oben geebnet und der Weg ins Jahreshoch beziehungsweise hier war das das Jahreshoch, das war ja das Jahreshoch bei knapp äh, 7200 Punkten, der ist jetzt offen. Das ist schön und interessant zu sehen und damit machen wir gleich mal den Übergang ins Währungspaar ähm, Euro aus äh, Traldollar hier an dieser Stelle ähm, und da sehen wir momentan wieder hier diesen Schwungbereich weiter im Median, also da hat sich wirklich ähm, seit der letzten Besprechung nicht wirklich viel getan, wenn wir uns noch mal kurz den Tag anschauen wollen hier im Median der Range ähm, und hier kann ich einfach nur das wieder holen, was wir äh, beim letzten Mal in diesem Chart auch gesagt haben, wenn wir uns den mal in den vier Stunden anschauen. Das ist jetzt das Verharren hier in diesem Drehbereich. Da kann sich der Markt noch nicht so richtig unterscheiden, entscheiden, ob es Widerstand oder Unterstützung wird. Was wir allerdings hier sehen, ist momentan eine Aneinanderreihung von fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier diese Zeichnungen raus. Die brauchen wir jetzt nicht hier an dieser Stelle. So. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, ist halt aktuell schon wieder der Abwärtstrend, der da ist, das leichte nach unten laufen an dieser Stelle und das ist halt das hier. Schaut mal, das nach unten, tieferes Hoch, hier geht's ran, nächstes tieferes Hoch, tieferes Tief und jetzt der Weg nach unten. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass wir runterlaufen. Und wenn wir jetzt hier unter dieses Level drunter durchbrechen, setzt sich der Abwärtstrend fort. Und die Anlaufpunkte, die wir dann auf der Unterseite haben, die sind natürlich auch relativ schnell ausgemacht. Schaut mal hier, das wäre der Drehbereich hier um die 1,62,43. Kurz unten drunter hier das Zwischentief um die 1,62,14 und dann schon das Anlauflevel bei 1,61, knapp 48. Das zum Euro-Austral-Dollar und dann machen wir weiter mit kandollar japanischem Yen. Ähm, Nasdaq steht auch auf der Uhr, kriegen wir alles hin, machen wir sofort. Nächster Wert ist hier das Währungspaar Cannes-Dollar, japanischer Yen. Ja, das ist hier Cannes-Dollar, Yen. Hier an dieser Stelle sehen wir eine schöne Verortung hier. Wir sehen der Aufwärtstrend weiter schön intakt. Hier drüben sehen wir leicht einen Widerstandsbereich um die Marke von 81,50. Hier sehr, sehr interessant, was passiert, weil wir sind hier aus der Korrektur nach unten schon raufgelaufen. Sind jetzt dabei, hier im kleineren Bereich einen Aufwärtstrend zu bilden. Wenn der natürlich nach oben geschoben wird, hier an dieser Stelle, also wenn sich das sozusagen bildet, hier nachhaltig fortsetzt, dann haben wir gute Chancen, hier übers Hoch drüber zu brechen, über die 81,58 äh, da oben rauf. Laufen und dann den Markt nach oben weiter rauszunehmen. und Da müssen wir nur mal kurz in den Tageschart schauen. Wenn dieses Level tatsächlich rausgenommen wird, haben wir hier deutliches Potenzial zur Chart-Oberseite. Das heißt, auf der Long-Seite wäre das sehr, sehr interessant zu sehen, was dann hier in diesem Bruchlevel passiert, beziehungsweise hier im Drehlevel um die Marken von 81, knapp 90 und hier oben das Drehlevel bei 82, äh, 65. Die Marke auf der Long-Seite, wie schon gesagt, Umgekehrt auf die Unterseite äh, wird es erst dann relevant, wenn wir tatsächlich hier das Zwischentief rausnehmen, also hier unten drunter durchfallen. Äh, dann sehen wir nämlich, wenn wir hier jetzt direkt wieder abprallen, eher Abwärtsdynamik und dann müssen wir uns nach unten orientieren. Nächster Anlaufpunkt: 81, naja. COP 81 ähm, ja, japanisch Yen, die wir dann hier auf der Uhr haben. Also die Longseite schaut schon gut aus, die Konsolidierung hier an diesem Bereich. So, ich mache jetzt heute mal ein bisschen schnell, weil wir hier viele Sachen haben. US-Dollar, japanischer Yen ebenfalls nachgefragt. Natürlich ist das wichtig, auf den Yen zu schauen. Wir sehen es hier im Tageschart im Yen. Der Yen ist weiterhin ähm, auf der Unterseite drinnen. Wir sehen an den vielen Linien hier, wie viel wir hier im, im kleinen, kurzfristigen Bereich miteinander auch gesprochen haben haben was jetzt hier interessant ist, ist was hier unten passiert das heißt der tiefere Bereich hier an dieser Stelle den wir hier unten haben den ich hier unten lila markiert habe ähm, der ist schon sehr sehr wichtig und sehr sehr interessant jetzt an dieser Stelle ähm, das heißt das was wir jetzt hier sehen Abwärts gerichtet, jetzt wieder leicht aufwärts. Hier oben so ein leichter Deckel drauf in diesem magentafarbenen Bereich, den wir hier haben. Ähm, das ist halt jetzt ein Dreieck, was oben drauf ist. Und hier müssen wir einfach mal schauen, das ist die Linie, die unten drunter dran läuft. Sollten wir hier drunter brechen, dann eher die Orientierung wieder unten suchen, also hier unten in diesem Bereich um die Marke von 103,65 und dann den Weg nach unten Richtung, dem Zwischentief hier bei 103 knapp 18 laufen. Schafft es der Markt allerdings tatsächlich? Hier oben drüber zu laufen, über dieses Hoch, was wir hier an dieser Stelle haben. Das, jetzt, das wäre dann der Dreiecksausbruch nach oben. Dann hier, dann wären die nächsten Anlaufpunkte, wenn wir uns das mal kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, hier oben drüber, ne, dass hier der Bereich da oben hin dann, das wäre das obere, ähm, der obere lila Bereich, um die Marke von 104,75. Und danach ist der Weg frei hier in diese spike hochs die wir oben drin liegen haben, um die Marke von 105, knapp 13. Das zum US-Dollar, japanischen Yen. Und dann schauen wir noch auf den NASDAQ. Hier der US-Index auch gestern wieder ähm, ein neues Allzeithoch geschrieben und wir verharren hier auf relativ hohem Niveau. Also hier auch sehr, sehr bullisch die ganze Geschichte nach oben hin zu laufen. Wir wissen ja alle selbst, am Allzeithoch hat man wenig Orientierungsmöglichkeiten. Deswegen schauen wir hier mal eben kurz in den Stundentrend rein. Wir sehen ja auch noch das Dreieck. Ich hatte es ja im Research am Sonntag auch geschrieben. Der Aufwärtstrend ist hier weiter intakt. Ne? Wir sehen, es läuft grün nach oben. Dieser Aufwärtstrend schwingt auch schön hoch. you <laughs> you Hier wird es halt wichtig, solange wir nicht unter die 12.500-Punkte-Marke fallen, ist nach oben hin alles in Ordnung. Das heißt, kurzfristig hier, wenn wir da oben drüber schieben, setzt sich die hohe Konsolidierung nach oben fort. Fallen wir allerdings aus der Konsolidierung nach unten raus, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Kurzfristig natürlich das Ausbruchslevel hier auf der Uhr um die Marke von knapp 12.610. Und danach hier unten, wie schon gesagt, das Schwunglevel um die 12.508 bis 12.510 Punkte im Nasdaq. Das dazu, ja, ich hoffe, das passt, der Schnelldurchlauf am heutigen Morgen. Weitere Fragen haben wir jetzt nicht. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Das heißt, jetzt haben wir es kurz vor neun. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Morgen wieder gerne auch Wunschmärkte da reinschicken. Das wird und bleibt interessant. Also, bis dahin, allen einen erfolgreichen Trading-Tag und Tschüss.